Herzlich willkommen zurück beim Forschungstag 2020. Wir führen jetzt unsere Mittagsinterviews fort mit einem weiteren Referenten. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Karl Lamprecht. Herr Dr. Karl Lamprecht ist heute hier und wird über das Thema Digitalisierung sprechen. Schön, dass Sie sich dafür Zeit nehmen und auch digital hier mit dabei sind, Herr Dr. Lamprecht. Ja, vielen Dank für die Einladung und ist ja toll, dass das so klappt. Ein Beweis, dass digital funktioniert. Ja, es klappt nicht immer alles reibungslos, aber wir müssen improvisieren und beweisen Agilität und das ist ja auch ein großes Stichwort in der Digitalisierung. Ja. Ich würde Sie noch ganz kurz vorstellen, weil Sie ja zuvor noch nicht den Vortrag gehalten haben. Herr Dr. Ja. Lamprecht hat an der Uni Innsbruck studiert und promoviert im Fach Physik. Er ist seit 2005 schon bei Zeiss, hat die Karriere gestartet. Zeiss ist ein Unternehmen mit über 31.000 Mitarbeitern in fast 50 Ländern mit rund 30 Produktionsstandorten und der Hauptstandort ist in Deutschland, in Jena. Es wurde 1864 gegründet, hält sich also schon sehr lange am Markt, hat auch unter anderem Monopolstellungen, über die wir nachher gleich sprechen werden. Und Herr Dr. Lamprecht hat verschiedene leitende Positionen im Unternehmen besetzt, unter anderem in den Bereichen Laser Optics und Semiconductor Manufacturing Technology. Und 2018 wurde er in den Vorstand der Carl Zeiss AG berufen und seit April 2020 ist er Chef von Zeiss. Sie sind in absolut turbulente Gewässer gestoßen. Wie war das für ja, Sie? Ja, aber wissen Sie, ja, vielleicht ganz schnell noch unser Headquarter ist in Oberkochen, aber Jena ist auch ein sehr wichtiger Standort für uns und die Geburtsstätte natürlich. Von Zeiss. Nur, dass das ja, nicht, danke für Ihre Korrektur. Kein Problem, kein Problem. Ja, also ich glaube, ja, turbulente Zeiten in der Tat. Ich meine, Covid beschäftigt uns ja, deswegen treffen wir uns ja auch nicht persönlich. Ist ja auch nur die zweitbeste Lösung, das digital zu machen. Aber ich glaube, wenn man innovationsträchtige Geschäfte betreibt, was Zeiss ja seit der Gründung vor fast 175 Jahren macht, was ich persönlich auch als Manager immer kennengelernt habe, dann kann man schon mit sehr unsicheren Zeiten in der Regel umgehen, obwohl ich sagen muss, das haben wir uns nicht erwartet wie Covid. Und ich glaube, wenn ich die ganzen Industrien durchsehe, wie es uns getroffen hat und ich glaube, Zeiss, wir können sagen, wir sind relativ gut da durchgekommen oder kommen auch noch durch, dann hätte ich mir nie vorgestellt, dass die Fluglinien alle nicht mehr fliegen können und wenn ich dann doch ab und zu unterwegs bin, alle paar Wochen einmal mit dem Flieger, dann sind die Flughäfen fast leer. Das ist für mich die größte Überraschung, muss ich sagen, und das ist wirklich am meisten unerwartete Ereignis durch die Covid-Krise, dass das so stark eingeschränkt wurde. Hätte ich mir nie vorstellen können. Ja. Also ist schon einprägsam. Ja, und Zeiss war ja auch schon vielleicht fast früher betroffen als andere Unternehmen hier in Deutschland, weil China eben ein sehr starker Markt von Zeiss auch ist. Nachher hat sich das vielleicht auch ein bisschen als Vorteil erwiesen, weil China das jetzt doch ganz gut irgendwie wieder für sich ausgebügelt hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also für uns war vielleicht ganz kurz die persönliche Schilderung, also es war der 11. März, weiß ich nicht ganz genau, der Mittwoch. Am 13. März aus Österreich konnte ich dann für 7 Wochen nicht mehr heimfahren, weil die Grenze Österreich-Deutschland gesperrt war, was auch eigentlich unvorstellbar war vorher. Und dort ist richtig in Deutschland eingebrochen. Sie haben recht, wir haben das im China-Geschäft schon im Januar gespürt und haben das aber irgendwie immer ein bisschen als ein China-Thema empfunden. Im Nachhinein eigentlich schon fatal, aber ja, der Erfahrungshorizont war nicht weit genug hier in Europa, auch bei uns hier als Management. Und China hat aber dann sehr schnell wieder die Richtung geändert, Gott sei Dank, in einem richtigen V-Shape-Charakter und ist auch jetzt wieder eigentlich auf sehr guter Performance. Also die geografische Absicherung sozusagen über das Portfolio hat sehr gut gewirkt, als auch unsere Geschäfte, weil wir 4 Geschäfte im Portfolio haben, die sich auch gut ausbalancieren haben gegenseitig. Ja, Zeiss baut ja auch hochkomplexe Optiken für Lithografiesysteme, mit denen Computerchips hergestellt werden. Die waren kaum von Corona betroffen und die neueste Generation arbeitet mit extrem ultravioletten Licht. Das heißt, das ermöglicht die Herstellung von Chips in Strukturgrößen, die 4000 Mal dünner sind als menschliches Haar. Da kann ich mir dann schon mehr darunter vorstellen. Wissenschaftlich ausgedrückt ist das im einstelligen Nanometerbereich. Und Sie haben selber mal gesagt, der lange Atem in der Entwicklung hat sich hier ausbezahlt. Was genau meinen Sie damit? Ja, wenn Sie sehen, wie lange wir ein EUV entwickelt haben, vielleicht am Anfang geforscht und entwickelt, das war Mitte der 90er Jahre. Also das erstmalig so um 1995 haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und dort auch durchaus noch im Wettbewerbsumfeld gewirkt. Und so richtig im Einsatz ist EUV, kann man sagen, vielleicht seit Mitte letzten Jahres. Und wenn Sie heute iPhone 12 kaufen, ist das mit dem EUV-Chip gemacht oder ein neues Samsung Galaxy, da sind wir sehr stolz drauf. Das verwendet schon diese Technologien. Und Sie können mal glauben, die letzten Jahre,
ich habe das Thema ja selber verantwortet, auch bei der SMT vor meiner CEO-Rolle hier. Das war schon oft durchwachsen, die Stimmung dort. Und da waren viele auch bedrückende Diskussionen, aber wir haben es durchgehalten. Und ich glaube, die Ausdauer zeichnet auch Unternehmen wie Zeiss aus, dass wir eben wirklich langfristig an Themen arbeiten können. Und das ist im Technologiebereich einfach notwendig, um so eine Technologie zum Laufen zu bekommen. Und das Schöne ist, wir haben auch, darf ich so sagen, unsere Wettbewerber abgehängt gemeinsam mit ASML. Und wir sind jetzt da wirklich stark alleinstellend. Das ist eine sehr schöne Marktposition, ja, die aber schon hart erarbeitet ist, muss ich so sagen. Ja, ja. Und fürchten Sie dann da auch die Konkurrenz? Also wie ist das tatsächlich auch für Sie geschützt? Ja, also wenn ich nur EUV sehe, fürchte ich mich nicht so vor der Konkurrenz. Warum? Einerseits, ja, wenn Sie unsere Fabriken hier schauen, da wurden Milliarden investiert, aber das andere ist auch die Menschen dahinter. Also wir haben, Sie können alles immer aufschreiben und notieren, aber dann trotzdem viel in den, was man Betriebsgeheimnis bezeichnet, das ist ja eigentlich immer in den Köpfen der Menschen. Und dort haben wir wirklich unzählige tolle Facharbeiter, Entwickler bis hin zu Doktoren, alle möglichen Fakultäten sind da vertreten und das Ganze wirkt wie ein feines, dieses fein austariertes Getriebe und das braucht man alles und wenn da nur ein paar Menschen fehlen, wird es schon ziemlich schwierig. Nicht? Also das heißt, das einfach jetzt, sagen wir, wenn man jetzt China mal nimmt, vielleicht als möglichen Wettbewerber, das dort aufzubauen, halte ich für fast a Mission Impossible. Mhm. Also da fürchte ich mich bei dem speziellen EUV-Produkt oder Technologie nicht so sehr. Da sind wir schon gut unterwegs, würde ich sagen, und auch sehr alleinstellend und mit großen Eintrittsbarrieren für andere. Da vertrauen Sie auch darauf, dass die Mitarbeiter dann auch hier bleiben und das Know-how hier im Land halten und am besten natürlich bei Ihnen bei Zeiss. Ja. Trotzdem gibt es einen ganz großen Wettbewerb um wissenschaftliche Fachkräfte und Spezialisten an sich. Also nicht nur international jetzt auf dem Unternehmermarkt, sondern auch zwischen Wissenschaft, Forschung und Unternehmern. Wie nehmen Sie das wahr? Wie positionieren Sie sich? Also zunächst einmal wollen wir eigentlich mehr Menschen in die MINT-Fächer reinkriegen. Also da fangen wir schon sehr früh an. Wir fördern auch, was bei uns Explorino heißt hier, wo schon im Kindergartenalter in der Vorschule begonnen wird, sich für Physik und Technik zu begeistern. Wir haben ein Schülerforschungszentrum. Also wir versuchen entlang der ganzen Entwicklungspipeline sozusagen von einem Menschen jemanden für MINT-Fächer zu begeistern, dann hoffentlich auch später dann zu Zeiss zu holen, wenn wir Erfolg haben. Wir haben eigentlich in bestimmten Bereichen, gerade bei Physikern, die wir sehr viel brauchen, haben wir eigentlich relativ gute Reputation, tun uns leicht. Bei Ingenieuren ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil halt Porsche, Mercedes sind halt schon sehr attraktive Firmen und da gehen halt dann auch Ingenieure ganz gern hin, aber gelingt uns momentan natürlich auch leicht, weil die Krisensituation ein bisschen dort auch gelagert ist. Aber da kämpfen wir sehr stark und machen natürlich auch viele Kooperationen mit Universitäten, haben ein sehr starkes Netzwerk in eigentlich alle Universitäten, relevanten Deutschland, international hinein. Wir machen auch dann international Entwicklung. Wir haben Entwicklungsstandorte, auch unter anderem in China, USA, also weltweit vertreten, um dort auch Talent zu holen und kümmern uns da eigentlich auf allen Ebenen und versuchen auch für die dann mit sogenannten Innovation Hubs, die wir gemeinsam mit Universitäten betreiben, zum Beispiel in Karlsruhe oder Dresden, dort auch wirklich junge Menschen anzuziehen und für uns zu begeistern. Und in der Regel ist es so, wenn wir jemanden hierher bekommen, nach Oberkochen und durch unsere Werke führen, dann ist eigentlich jeder, der technisch begeistert ist, schon eigentlich ganz gut bei uns beheimatet. Also da haben wir mal jemanden gut überzeugt, wenn wir dem das zeigen können oder der Dame das zeigen können. Ich habe gelesen, Sie investieren, glaube ich, um die 12% in Forschung und Entwicklung. Ja. Ist das auch weiterhin so? Oder wie hat sich jetzt auch die Krise oder Covid ausgewirkt langfristig? Wie sind Ihre Pläne, wenn Sie dazu was sagen dürfen? Ja, da kann ich schon ein bisschen was sagen dazu. Also generell ist das eine Entwicklungsquote, die wir eigentlich halten in der Regel, was eine sehr hohe Entwicklungsquote ist, aber wir müssen einfach dranbleiben, weil wir immer eigentlich in der Regel Innovationsführer sein wollen, Technologieführer in den Geschäften mit den Lösungen, die wir anbieten. Und wir haben auch in Covid-Zeiten natürlich sparen müssen. Das ist auch sehr wichtig, obwohl wir in Summe gut durch sind, aber in verschiedenen Portfolio-Teilen haben wir schon sparen müssen. Wir haben aber dort immer Logik dahinter, dass wir bestimmte Projekte, sehr viele digitale Projekte aktuell, wir nennen das Ringfencen, also einen Zaun rumbauen und auch dort nicht locker lassen und eigentlich mit derselben Finanzierungsrahmen reingehen und teilweise sogar noch umschichten und solche Themen noch aggressiver betreiben, weil auch meine Erfahrung ist, wir kommen eigentlich, wenn man in der Krise in der Lage ist zu investieren, kommt man stärker wieder Wettbewerb raus in der Regel. Und das wollen wir eigentlich haben. Das baut hoffentlich unseren Vorsprung sogar noch aus. Also wir haben da nicht viel zurückgenommen von unseren R&D-Spendings. Wir haben jetzt im Livestream schon eine Frage eines Zuschauers oder Zuschauerin. Ja. Und zwar, arbeitet Zeiss mit Forschungsinstituten zusammen? Wenn ja, wie? Und welchen Mehrwert bietet diese Zusammenarbeit für Zeiss? Es ist auch immer interessant zu wissen, wie tatsächlich auch der Transfer dann aussieht.
Ja, genau, richtig. Also wir arbeiten, wir haben eine Corporate Research und Technology Einheit. Das hätte früher Konzernforschung geheißen, aber das Wort Forschung im Konzern ist immer so, also Konzernvorentwicklung oder Research und Technology haben wir es genannt. Diese Einheit pflegt sehr intensive Netzwerke mit Experten und Universitäten. Wir haben sehr viele gemeinsame Projekte mit Universitäten. Also wir fördern dort auch. Wir haben dann auch eben Kooperationen über, was wir jetzt Innovation Hubs nennen. Mhm. Das sind dort auch bis hin zu Gebäude, also Räumlichkeiten, die in die Zeiss investiert, die wir bauen, wo wir auch sagen wir, den Transfer so fördern wollen, dass wir dort Startups finanzieren. Wir finanzieren auch über unseren Venture Fund Startups an die 25 Millionen pro Jahr, also auch ordentlich. Und dort wollen wir eben sehr nah bei den Universitäten auch Absolventen die Chance geben, dort auch ihre Ideen zu verwirklichen im Schulterschluss mit Zeiss. Also da bauen wir sehr, sehr intensiv drauf. Und wir haben auch also sehr viele Technologieprojekte mit Universitäten, mit Fraunhofer-Instituten, Max Planck, mit weiteren. Also das ist für uns, ist die ganze Forschungs- und Landschaft, Universitätslandschaft extrem wichtig in Deutschland, auch sehr stark ausgeprägt. Und da können wir schon zählen drauf. Mhm. Also da sind wir sehr glücklich drüber. Ich habe mich schon manches Mal unterhalten mit Wissenschaft als auch mit Wirtschaft in Bezug auf Kollaboration. Und dann heißt das immer manchmal, naja, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Motivation. Die Wissenschaft sucht den Ruhm, mhm, und der Unternehmer sucht den Umsatz. Sie selbst haben auch gesagt, als Zitat, Sie seien ein sehr umsatzgetriebener Unternehmer. Ja, genau. Ja. Wie nehmen Sie da vielleicht manchmal auch so ein bisschen Zielkonflikte wahr? In der Kooperation miteinander? Ich glaube, ja, das kann schon auftreten. Das ist natürlich ein Konflikt. Ich meine, in der Forschung ist die Währung ja Publikationen, oder wir haben jetzt gerade wieder die Nobelpreise gehabt. Die letzten Wochen ist natürlich die höchste Währung für einen Wissenschaftler, das zu erreichen, oder auch viele andere Preise und Auszeichnungen. Letztendlich müssen wir Geld verdienen als Unternehmer. Und deshalb ist das mit Umsetzung stark gemeint. Wir haben natürlich einen Blickwinkel aufs Geldverdienen am Ende vom Tag. Nicht? Aber auf der anderen Seite lässt sich auch nicht immer genauso vorhersagen, was in 5 Jahren Geld verdienen wird. Und damit haben wir schon ein bisschen einen breiteren Blick darauf. Und es ist ja auch so, man muss ehrlich sein, wir investieren auch ab und an in Themen, die halt dann keine Geschäfte werden. Dann lernen wir draus, schütteln uns durch und machen das nächste Thema. Da sind wir nicht so risikoscheu. Aber ich glaube, wir können das ganz gut immer balancieren. Und es gibt ja auch Opportunitäten, wo durchaus auch wirksame Publikation für einen Wissenschaftler im Vordergrund steht. Und parallel können wir auch Patente anmelden, die uns dann schützen und durchaus uns das Verfahren dann auch zugänglich machen von der Firmenseite. Wir versuchen da schon mal einen guten Schulterschluss zu finden. Aktuell haben Sie jetzt gerade einen Schulterschluss bzw. eine Partnerschaft geschlossen, und zwar mit Microsoft. Ich glaube, das war jetzt gerade Anfang Oktober gewesen. Das heißt, Sie werden digitale Dienstleistungen ausbauen, einen cloudbasierten Ansatz. Was bedeutet das denn jetzt konkret für Gesundheitslösungen und was auch für die Patientenversorgung? Wir hatten heute Morgen nämlich auch einen Vortrag ja gehabt von Herrn Professor Trump bezüglich Krebsforschung. Okay. Ja, also für uns ist so zunächst einmal, warum die Partnerschaft mit Microsoft. Microsoft ist ja einer der führenden Cloud-Anbieter. Das ist die eine Seite. Zum zweiten natürlich ist eine sehr digitale Firma, weil es ja Softwarefirma ist, per Definition digital. Und ich glaube, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir einerseits eben Cloud-Zugriff haben, dort auch entsprechend dort in die Cloud reinarbeiten können. Das könnte man selber nie aufbauen, die Infrastruktur wäre ja sinnlos. Mhm. Und zum Zweiten haben wir einen professionellen Partner, der uns auch professionalisiert in der ganzen Softwareentwicklung, wie wir mit Software umgehen, was ja teilweise Neuland ist. Wenn man mehr auf die Medizintechnik geht, dann glaube ich, ist sehr viel digital steckt schon in unseren Produkten drinnen. Also wenn man heute halt ein Kinevo-Operationsmikroskop nimmt, ist ein nicht ein Roboter, der jede Position erreichen kann mit der Optik, die Abbildung dann vornimmt und den Chirurgen extrem entlastet. Wir haben andere Lösungen, wo wir für die IOLs, intraokularen Lensen, die Kataraktoperation, der gesamte wir sagen Workflow, der ganze Arbeitsablauf auch schon digitalisiert ist. Das heißt, idealerweise mit einem Zeiss-Messgerät wird das Auge vermessen, dann wird die Diagnose gestellt, dann werden die Daten überspielt aufs Operationsmikroskop, wo wiederum die Daten eingespielt werden, wenn Sie Astigmatismus haben, wie Sie die Linse drehen müssen, wenn Sie die einsetzen. Also alles ein Verfahren, wo Sie nie irgendeinen Bruch haben im System, das alles hinterlegt mit einer Datenbank. Und dann entsprechend können Sie auch, wenn Sie das systematisch machen, schauen, was hat jemand vor 5 Jahren gehabt, wie hat sich das Auge weiterentwickelt. Mhm. Wenn Sie, sagen wir, älter werden und Glaukoma kritischer werden kann, dann haben Sie einfach einen ganzen Satz von Daten über die Jahre dort in der Datenbank gespeichert. Das ist unser Forum zum Beispiel, das treiben wir auch sehr. Anderes Beispiel, wir sind sehr stark engagiert mit den US Navy in USA. Dort werden ja viele operiert mit unseren Systemen, Piloten oder auch Elitekämpfer, wenn man so sagen darf. Und die wollen natürlich auch einen weltweiten Zugriff auf die Daten. Wenn es einen
Konflikt gibt, jemand kommt ins Militärkrankenhaus, wollen die auch wissen, wie hat das Auge ausgeschaut, was müssen sie beachten. Da wird also auch von uns verlangt, dass man weltweit Zugriff auf die Daten hat in einem strukturierten System. Also in die Themen wachsen wir mehr und mehr rein und haben die Anforderungen von unserer Kundenseite auch. Jetzt sind gerade Daten auch, was Gesundheit angeht, so ein ganz sensibles Thema. Also man gibt seine Daten gerne auf Facebook preis, ja, aber seine persönlichen Gesundheitsdaten möchte eigentlich fast niemand preisgeben. Wie sehen Sie hier einfach auch die Zukunft, ja, auch für die Forschung selbst und in der Zusammenarbeit mit der Forschung zum Stichwort, ja, Open Data, Open, ja, Innovation? Ja, das ist schon, also das ist, Datenmanagement im Gesundheitswesen ist sicherlich ganz ein eigenes Feld, weil wir natürlich dort extreme Restriktionen haben oder Vorschriften auch, Regularien. Mhm. Und wir bewegen uns selbstverständlich in den Regularien und diese Regularien machen es oft schon sehr schwer, auch Innovationen, ich würde sagen, zum Besten vom Patienten auch zu verwenden. Und gerade Datenschutz ist sehr stark in Europa oder auch Deutschland, durchaus anders geregelt in anderen Ländern, aber da müssen wir schon immer auch damit, sagen wir, das vorantreiben und das ist nicht immer leicht, in dem Spannungsfeld dort auch innovative Lösungen zu bieten und da müssen wir einfach die ganzen Zulassungsverfahren dort durchlaufen. Ansonsten das Open Innovation Thema, wenn Sie ein bisschen ein anderes Feld nehmen, ist, wir, also da sind wir schon, sagen wir, offener ein Stück weit, dass wir auch, wir haben mit Appear zum Beispiel eine Plattform geschaffen für unseren Mikroskopiebereich, wo wir den Austausch von Ergebnissen aus mikroskopischen Untersuchungen oder auch Algorithmen, die mithelfen, Bildauswertung zu machen oder auch Workflows, also Arbeitsabläufe, die jetzt jemand, der das im akademischen Umfeld entwickelt, auch publizieren will oder seinen Kollegen zugänglich machen will. Da haben wir auch Plattformen, wo dieser in einem Open Innovation Charakter auch diese Themen ausgetauscht werden können. Das wollen wir auch vorantreiben an der Stelle. Ich habe Ihnen jetzt ganz viele Fragen zu Zeiss gestellt, weil mich das natürlich ganz brennend interessiert, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, auch mit Ihnen zu sprechen. Sie selbst werden aber gar nicht unbedingt in Ihrem Vortrag den Schwerpunkt auf Zeiss legen, sondern vielleicht können Sie uns noch einen kurzen, ja, Ausblick geben. Worum geht es konkret in Ihrem, ja, Vortrag? Ja, gerne. Ich möchte kurz über die industriellen Revolutionen sprechen, also vier Stück gegeben und über längeren Zeitraum. Und ich glaube, die Digitalisierung ist eine sehr rasante, die uns alle stark mitreißt. Das spüren wir auch im täglichen Leben, glaube ich, wie sie ja im Jahresrhythmus die Innovationen verbessern. Ich möchte ein bisschen Ihnen zeigen, ein paar aus Alltagserfahrungen, was da wirklich an Power dahinter steckt, wenn Sie zum Beispiel Ihr Siri benutzen auf dem iPhone, was da wirklich im Hintergrund passiert, mhm, wie Sie ein Foto machen mit dem iPhone, wie Sie das von der Spiegelreflexkamera unterscheidet, solche Themen, die heute einfach wirklich gut funktionieren und dann eigentlich ein bisschen über die Geschwindigkeit, die dort herrscht, sein und dann ein bisschen überleiten, ganz zum Schluss vielleicht noch zwei, drei Seiten zeigen über Zeiss, wie wir da auch einerseits gestalterisch sind, aber auch das durchaus ermöglichen mit unserer, wie Sie haben vorhin die EUV-Technologie genannt, die ermöglicht eigentlich die Digitalisierung durch die weitere Miniaturisierung und Kosten-Roadmap, die dort gefahren werden kann für die Transistoren oder die Chips, Prozessoren, Speicher und so weiter. Das wird ein bisschen mein Vortrag dann behandeln. Wir freuen uns drauf. Um 14.30 Uhr werden Sie nochmal zu, ja, uns kommen und dann dazu sprechen. Ja. Ganz herzlichen Dank jetzt an der Stelle für das Interview, Herr Dr. Lamprecht. Dankeschön.